Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Ich versuche mich an Sport. Oh Gott, 1700er, ey. Direkt so gut, ey. Verdammt. Was zum Henker? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Ich muss gerade aufs Gamepad ausweichen. Wartet mal kurz. Was ist mit den Kabeln hier? Okay. Also es liegt irgendwo an der Wii U, an dem Kabel. Morgen. Schon wieder? Was ist hier los? Aufgenommen von der Switch. Über eine halbe Stunde. Oh mein Gott, es war ein Netzroller. Ich sag euch, Wii-Spieler auf dem Gamepad. Au. Wii-Spieler auf dem Gamepad zu spielen, sind nicht angenehme Sachen. Ja, jetzt haben wir wieder eine Deuce. Ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen hier. Advantage front team. Game point. Das Ding nehme ich auch mit. Da hatte ich noch die Hoffnung, dass er vielleicht rausspringt. Trotz technischer Schwierigkeiten hier gewonnen. Oh mein Gott. Der hintere muss dringend wieder nach hinten rennen, ey. Der war zu krass. Da habe ich nicht schnell genug geschaltet gehabt. Verdammt, dass der noch drin war. Der ist nicht mehr dran. Ja, jetzt guck mal. Jetzt hat man hier wieder 30, 15. Ach, Schmutz. Boom. Sehr gut. Die patentierte Kombo kann ich noch. Thank you.
Der war brutal. Ja. Dass der erste den da nicht richtig bekommen hat, ärgerlich. Das war schlecht. Puh. Zum Glück gibt's irgendeine KIs, ey. Da. Oh mein Gott. Die KI hat... Der hat mir gerade den Arsch gerettet und sich dabei selbst... Was? Ich hab die Fernbedienung bewegt. Oh, war das gerade Kacke von mir? Hilfe! Oh. Zum Glück ist das KI aus der Zeit der Wii, ey. So fortgeschritten waren die damals noch nicht. Da habe ich viel zu spät reagiert. Fordere man der KI mal richtig mitgemacht, ey. Dieses Frontfeuerwerk hat funktioniert, ey. Verdammt, nicht den richtigen Winkel erwischt. Ah. Oh. Also wenn ich dafür Spielerniveau gewonnen habe, für diese Leistung, das ist schon abheimlich dann. Stabil 56. Fitness. Oh, heute ohne Boxen. Sehr gut. Das ist einfach noch steuerungsabhängiger. Okay. Eigentlich sollte die Fernbedienung keine Probleme damit haben, erfasst zu werden. Sie sind legit ideale Bedingungen zum Erkennen der Bewegung der Fernbedienung. Obwohl, eventuell durch die niedrige Position des Bildschirms
die Einstellung, die Leiste befindet sich über dem TV, nicht optimal gewählt. Ich glaube, über dem TV ist einfach besser, weil du da nicht so abhängig bist. Verdammt. Von Dings. Von einer freigeräumten Fläche darunter. Zwei Fehler, okay. Sehr gute Leistung. Ja, zwei Fehler. Home Runs. Oh Gott, das ist so RNG-based. Play ball. Ah, Home Run. Home Run. Falscher Winkel. Ja. Reicht es? Gut. Auf 166 Meter. Oh, verdammt, 2 Meter mehr und der wäre... Scheiße. Out of the park gewesen. Musste schief gehen. Schlagtiming, Schmutz. Verdammt. Verdammt. Ja, die schlechten Homeruns haben es wieder ausgelassen. Ich müsste wieder sowas wie 28, 29 haben. 25! Nice. Nice. Zum Abschluss nochmal eine Runde Test, obwohl mein ganzer Körper so im Grund juckt. Klar, 1800er Pros. Boom. Einfach einen Schmetteraufschlag. Schlecht zurückgespielt von denen.
gepokert, würde ich an der Stelle mal sagen. Ich habe Aufschlag. Gott, war das kacke. Nein. Ich habe mich richtig playen lassen von denen. Boah. Richtig outplayen lassen von denen. Verdammt, dass der Erste, den ich getroffen hat, war nicht gut. Was? Oh mein Gott. Ich habe den nicht mehr getroffen gehabt rechtzeitig. Schmutz. Richtig gethrowt, ey. Übelst absolut abgefahrenen Start hingelegt und dann hart gethrowt, ey. Ich fühle mich gerade wie in League of Legends. Advantage front. Game point. Dann hat der Gegner Mitleid mit mir und fängt auch an zu throwen. Und dann kriegt man es doch noch irgendwie hin, dass es spannend bleibt. Das ist übrigens kein Spiel. Das ist Satz. Aber Spiel ist, wenn du einen Punkt bekommst. Also 15, 30, 40 und so. Das wäre jetzt Spiel. Eigentlich. Meine ich mich zumindest zu erinnern. Ich habe mir das immer von dem Spruch Spielsatz und Sieg hergeleitet. Und jetzt war ich gerade nicht fokussiert genug. 30-15. Alter, ich metze mich gerade selbst nieder. Heilige Scheiße, ey. Mein Gott, ein Aufschlag, bei dem ich mich nicht direkt ins Grab gebracht habe. Ihr seid mindestens genauso überrascht wie ich. Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Nein! Das ist zum ersten Mal in einer sehr langen Zeit, dass ich einen Satz an das gegnerische Team abgegeben habe. Aber heute massiv am Throne. Ich freue
mich schon riesig darauf, das Ding zu bearbeiten. Nee. Das schiebe ich mal gekonnt auf Donnerstag. Finden uns übrigens gerade in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dienstags und Mittwochs kann ich nicht und morgen habe ich keine Lust darauf. Fertig. Love 15. Ich war kurz davor zuzuschlagen. Sie haben sich selbst das Grab geschaufelt. Sie haben 100%igen Ausball gerettet. Der mir eine gute Vorlage gegeben hat, in ihre Backline zu ballern. Ich sag ja, hier wird immer hard figure throat. Sowohl von mir als auch von der AI. Oh, diese scheiß angedrehten Dinger, ey. Dann hält er den Schläger nie in der Richtung, wie ich das Ding halt gerne halten würde. Fuck. Ich bin halt Linkshänder und hab den halt gerne in der Vorhand. In der Rückhand bin ich nicht so gut wie in der Vorderhand. Deswegen habe ich es immer lieber, wenn der Schläger in der Vorderhand gehalten wird. Ja. Sag ich doch, es wird hier ständig gethrowt. Und dass der vordere Typ gerne mal seinen Schläger durch den Ball bewegt. Ja. Der vordere ist immer so ein bisschen, rate mal mit Rosenthal, ob er den Ball auch trifft, obwohl er in Range ist. Danke. Deuce wieder hergestellt. Verdammt, Axe, der vordere hat ja mal richtig. Oh. Signalfehler. Ich muss dran denken, mit einer Hand auf der Pause-Taste zu spielen hier. Ich meine, es kann halt immer mal vorkommen hier. Ich habe eine sehr komplizierte Verkabelung und die Wii U ist einfach alt. Like 8 Jahre alt ist meine Wii U inzwischen. Spielsatz und Sieg, meine Freunde. Nach diesem, das war wirklich richtig schlimm. Plus 62, so krass wie fast noch nie, ey. Kein Mensch erzählen, ey. Ja, wir spielen.
spielen noch mal Bowling, bei der ich nie alles so hinkriege, wie ich es gern hätte. Weil ich die scheiß Mechanik nicht kapiere. Zu viel 3. Größtenteils einen leichten Drang nach innen. Wenn ich dann aber darauf baue, wie jetzt, dann ist der Drall total niedrig. Total bescheuert, ne? Zehner ist einfach. Nice throw. Und hier räume ich jetzt noch mal ab oder was? Beim Zehner. Der war nicht so gut, sagte er und machte nice einfach einen Turkey noch mal. Pro. Das ist unverdient, die Scheiße, Alter. Ich bin so kacke im Bowling. Oh Gott. Egal. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Technische Schwierigkeiten sind geil AF. Und tschüss.